sieht auch gut aus. Zielfernrohr. Bam, 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 bam. Wieso fliegt das Ding nicht in die Luft? Gut. Wir müssen. Ich würde gern den Orbit, also den Periapsis vergrößern. Bedeutet vielleicht fliegen jetzt. Ich bin gefrottelt, oh mein Gott. Wir fliegen jetzt zur anderen Seite der Erde. Man sieht schon, wir haben eine saumäßige Geschwindigkeit. Tun jetzt hier stoppen. Drehen uns. Und da sieht man, je kleiner man ist, desto weniger. Und erhöhen erstmal hier Staging. Tendenziell sind wir dann in so grob 100 Kilometern außerhalb des Orbit, also der Thermosphäre. Wir haben die Thermosphäre verlassen, wuhu, und in 25 Minuten erreichen wir diesen Punkt. Das soll noch zum Landen reichen. Das ist lustig. Ich habe das Gefühl, das reicht alles perfekt. Jetzt sind wir 1 Million Meter von der Erde entfernt. Renn mal 1 Million Meter. Bestimmt mache ich jetzt einen totalen Fehler, aber ihr kennt mich ja. Failen ist mein Beruf. Das Schlimmste, was jetzt passieren könnte, ist, dass die Stage hier mit Benzin ausgehen kann. Aber es müsste tendenziell immer schneller werden, dass es sich vergrößert. Das Ziel ist, dass das denn am Ende wieder so klein ist, dass wir zurückfliegen können. Deswegen ist die mittlere Stage auch ein bisschen größer, weil die muss ja abheben, Orbit machen und zurückfliegen. Setzen wir mit denn. Jetzt sieht man, dass das flott wird. Aufpassen. Und jetzt hat reicht's. Willkommen! Ich glaube, das ist so ein historischer Moment für Jeb. Wir steigen einfach mal aus. Jetzt leckt es kurz, aber jetzt müsste jeden Moment sich beruhigen. Jeb, du hast es geschafft, du bist unser Held. Jeb. Du hast dir einen Orden verdient. Du bist der erste Mann im Weltraum. Du hast dir eindeutig einen Orden verdient. Er sagt nicht, dass wir wieder nicht mehr einsteigen können. Das wäre jetzt gerade ziemlich blöd. Wow. Ich liebe diese Controls. Ich komme da einfach nicht mit zurecht. Ah, oh, wir kommen wieder rein. Scheiße. Ah, oh, doch nicht. Nein, wir wollen nicht den Deploy. Man kann auch irgendwie diese wieder dann auffüllen, bloß da bin ich noch nicht so vertraut mit. So, also wir müssen jetzt diesen ganzen Flug jetzt hier machen. Bedeutet voll Speed mal hier. Wir machen jetzt eine komplette Runde mal um. Ach so, ich hab. Weil ja unter. Bravo, man kann nicht schneller fordern. Was ist denn da das Problem mit? Das habe ich jetzt nicht erwartet, dass ich dann hier nur schnell in den Orbit. Also wir tun schnell. Ein bisschen erhöhen. Dann schauen wir, dass wir das. Und das ist jetzt natürlich nicht geplant alles. Ich habe gedacht, wir brauchen so 7, 8 Runden, um.
um den Mond herum. So, schauen wir mal. Also ich glaube, wir müssen erstmal den Mondorbit verkleinern. Bedeutet, auf die andere Seite und aufs... Die Rakete müsste eh super fliegen. Das wird jetzt ein Spaß dann. Ich habe nicht wieder den Key vergessen, mit dem man... Ja, es müsste funktionieren. Das müsste funktionieren. Aua! Was war denn das? Komm schon, 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 komm schon. Schön. Jetzt gehen wir mit der Geschwindigkeit verdammt runter. Ah, jetzt habe ich einen Apopsis. Ich will hier landen. Und wir sind noch weit genug entfernt. Wie viel Benzin haben wir noch? Ach, das reicht noch. Ansonsten schalte ich mir den mittleren auch noch an. So, schauen wir mal. Wir wollen eindeutig hier landen. Wir versuchen hier im Krater zu landen. Das müsste... beste Landeplatz sein. Schauen wir mal. Jetzt sind wir genau über den Krater. Bedeutet, wir müssen wieder zur X-Achse. Den Punkt hier. Und einfach mal Vollgas geben. Da sind ja auch Krater drin. Im Krater sind Krater. Das geht ja gar nicht. Chill dein Leben, Mann. X, wow. Wo sind die Dinge denn? Da. Wir haben 6 Meter pro Sekunde. Alter. X, so, so. Gleich F9. Nein, 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 nein. F10? Nee, F7. F6? F5? F4? Nein, oh, mein F11. FF? Ne, wo waren das jetzt? F5. Ah, F5. Schön. Also wir haben jetzt hier Quicksave gemacht. Und wir versuchen jetzt hier irgendwo zu landen. Autosaving. Super. Bedeutet, wir spulen jetzt vor. Und schon... Wenn ich das überlebe, das wird der Hammer. Kann eigentlich nichts mehr werden. Ey, wenn das was wird, dann fresse ich meinen Schuh. 200. Das wird sogar noch was. Wollt ihr mich verarschen? Super. Wir haben gerade unsere wichtigste Stage verloren. Das ist eine relativ lange Mission schon. Eine halbe Stunde. Oh, wir sind ja verdammt schnell. Wo ist mein Schatten? Gas geben! X? Wo ist mein Schatten? Ah, da ist mein Schatten. Ach du Scheiße. Gas geben. Gas geben. Abbremsen.
Hey, wir sind auf dem Mond. Auf dem Mann. Nein, nein, nein. Uah. Welcome to Mann. Stehen total schief. Oh mein Gott. Wir stehen total nee, schief. Wir haben es geschafft, Leute. Wir sind auf dem Mond. Das ist ein heroischer Moment. Flat Results hier. Und hier into air. Die really crashed into air. Into terrain. Crashed into. Und wir sind aber gelandet. Flight Status landed at man. F2, wo kann man das wieder ausschalten? Gut. Eva. Klettern erstmal die Leiter hier runter. Wow. Aua. Disco-Kugel. Disco-Pogo. Dingalingal. Alter, die ist ja voll groß. It's one step for Kerbin. Kerbin. For Kerbin, but it's a big step for Kerbal. For the Kerbals. Das lässt sich einfach nicht super aussprechen. Wie das ausschaut, Alter. Flagge platzieren. Take surface sample? Something tells there is not the result we are looking for. Lol. Okay. Pam. Das wollte ich haben, bloß in die First Landing. First. First. Mann. Landing. Ding. Kleiner Schritt für einen Körper, aber ein großer Schritt die Körper. Tick. Okay. Review Sample. Keep Data. Was ist ein Eva-Report? Das sind. Ich würde sie am liebsten irgendwie haben, dass wir hier so die Flagge. Ah, gefällt dieses Bild so gut? Können wir die Flagge wieder einpacken? Ich hätte gerne noch eine Flagge und die andersrum hingestellt. Ich würde die Flagge gerne mitnehmen. Take down. Ah, da. Take down. Kann ich die jetzt nochmal? Warte mal, wir fliegen mal wieder zurück. Weil man kann hier auch mit SES. Das wäre jetzt blöd, wenn wir es nicht könnten, weil dann könnten wir nicht zurückkommen. Kurz rein. Gehen wir auf Eva. Jetzt müssen wir wieder eine Flagge dabei haben, oder? Wir springen ab. Ui! Wir haben unsere Rakete bewegt. What the fuck? Oh mein Gott. Wow. It's one little step for me, but it's a big step for the Carbonautic. Plant Flag, jetzt passt es aber, oder? Zap, jetzt hat. Schön. Und First Landing nehmen wir einfach nur. Jetzt habe ich keinen Bock, nochmal den Rest zu schreiben. First Man Landing. Jetzt schauen wir einfach mal bei. Raphael 1914 und Jeb. Okay. Jetzt auf die Klappe klicken, können wir Read machen. Und dann steht hier: The plug of the on first man landing reads bei Raphael 1914 und Jeb. Wow! So. Das schaut super aus. Boah, das schaut geil aus. Jeb, du sollst dich
hinstellen, wie ich gesagt habe. So. Wir machen hier Fotoshooting. So.